Singing in the Rain. Boah, ich könnte die ganze Zeit auf Deutschland scheißen. Ich mache das mal in Deutsch. Das ist echt krass, ne, dass man auch mein Gesicht sieht. Ne? Dann weißt du auch genau, schick mal jemanden irgendwie vom BKA, der angerufen hat oder so. Ne, beim BKA, warum ich jetzt nicht mehr zum Arzt kann und warum meine linke Schulter mir wehtut, denke ich mir, Mensch, ja, eigentlich müsste ich mich jetzt mal offiziell mit YouTube, weißt du, mit den Jungs nochmal boxen, richtig offiziell. Und gucken, ob die nicht irgendwie sich vorher in die Hosen pissen oder so. Na, da würde mal nach Wiesbaden fahren, anklopfen und sagen, ey Bro, ich habe eine Familie zu ernähren, weißt du, ich muss einsatzfähig sein, ich habe Schmerzen und so. Und du rufst beim Arzt an, ich kann dann nicht mehr hin. Tja, hast du irgendwie selber Familie zu ernähren? Ach so, du kriegst Geld von Steuern und alles drum dran, Bro. Alter, wir müssen ja, krempel mal die Ärmel hoch jetzt so, ne? Irgendwie in der Richtung. Müssen wir mal oldschool machen, von Vater zu Vater oder so, weißt du? Da gibt's Papa zu Papa eine Schelle halt vielleicht, ne? Weil irgendwie Deutschland und Grundrechte wäre ich, irgendwie hätte ich gerne wieder. Aber irgendwie macht halt BKA, Sozialpsychiatrischer Dienst und Jugendamt irgendwie Stress. Ja, und dann hatten wir ja schon diesen grob fahrlässigen Polizeieinsatz, weißt du, wo es den Bericht gibt, ne? Da hätte ich angeblich einen tätlichen Angriff gemacht auf die Polizisten. Da rege ich mich immer noch auf über das Ding. Da steht, der hat um sich geschlagen, ne? Dann sage ich, ey, ich liebe MMA und Boxen, Dicker. Ich hätte die zerfetzt im Gang, ne? Direkt diese Bullen, die kommen rein wie Teletubbies. Gut, die Frau hätte ich verschont, weil Frauen schlägt man, das weiß man, ne? Das macht man nie. Especially nicht als Martial Artist. Und als Martial Artist schlägt man erst recht keinen und nie. Und in der Regel aller Fälle musst du dich eh mit niemandem schlagen, weil, ey, ne, es ist immer super entspannt und du fühlst dich überall sicher und so. Aber nee, da will man dir irgendwas anlasten, von wegen Psychose, wegen Dosissteigerung, Cannabis und lauter so Shit so. Und dann denke ich mir, die 4 Bros, die mich so abgefuckt haben, wo ich jetzt ein halbes Jahr quasi selber Reha machen muss und mich um Termine und sonstigen Scheiß kümmern muss und alles extra. Ja, es interessiert keinen, ob du ein gerissenes Innenband hattest oder ob du blutig kaputtgeschlagen wurdest oder ob da Blut im Zimmer deiner Tochter noch klebt, ne? Du wirst vom Staat weiter gebumst und die sagen, ey, so, jetzt war die Story verendet. Dann musst du quasi ein halbes Jahr Reha an dir selber machen. Ein Knie hast du gar nicht gecheckt, weißt du, dann wirst du deine Freiheit beraubt in der Psychiatrie und sitzt da quasi, darfst deine Tochter nicht sehen, ja. Dann hast du noch irgendwie so das, ja, wie gesagt, BKA, Sozialpsychiatrischen Dienst und Jugendamt am Start. Die eskalieren das dann, weil die sind quasi keine Doktoren, das sind irgendwelche faulen, inkompetenten Sozialarbeiter, vielleicht haben die nicht mal Kinder. Und selber viele psychologische Probleme, wie diese Frau Höllerer, nee, die ist super übergewichtig, ne? Die hat mich meiner Freiheit beraubt, die hat mir einen Morgen versaut, da wurde ich dann von der Polizei, quasi habe ich frisch trainiert und alles drum und dran und dann steht so eine Verrückte vor meiner Tür und ich werde abgeführt und quasi dann nochmal verhaftet, ja? Und diese Einweisung in die Psychiatrie will mir dann anlasten, weil die so doof sind, so, ne? Dann denke ich mir, Mensch, die habe ich jetzt alle angezeigt, die Spastis. Und diese ganzen dummen Idioten, ne? Die haben alle ihre fucking Anzeige. Geld für einen Anwalt habe ich nicht. Aktuell, das ist wirklich schwierig. Ja, dann machst du halt Hustle, ne, Entrepreneur. Ne, also zum Beispiel, da gibt's dann sowas wie so Erpressung, weißt du, da ist dann quasi deine eigene Wohnung. Erst vor 2 Tagen, da sitzt dann quasi, hat jetzt deine Tochter auf einmal einen Anwalt, also einen Betreuer, weil, ne, Spannungen zu Hause so, die wäre angeblich Gefahr ausgesetzt, weil du da so einen Typen hast vom Jugendamt, so einen Herrn Welisch heißt der Typ, weiß nicht, der ist am Wochenende wahrscheinlich so transmäßig unterwegs oder hat keine Kinder oder ist vielleicht so ein verkappter Pedo eigentlich dann beim Jugendamt und freut sich, wenn irgendwie er ein Kind dann, ein Sohn immer irgendwo im Fosterheim besuchen kann oder so, so ein komischer Vogel sitzt dann bei dir, weißt du? Und erzählt dir so, ja, ich glaube, du hast was und wenn du dich jetzt nicht quasi drum kümmerst, dass du psychiatrische Hilfe kriegst, ja, dann, ja, dann eskalieren wir den Fall und dann geht's um Sorgerecht und dann könnte es sein, dass du aus der Wohnung ausziehen musst, für die du seit 2013 überwiegend Miete gezahlt hast und du kümmerst dich quasi mit Liebe und Hingabe für deine Tochter. Und allein schon der Grund, dass du eine Tochter hast, ist relativ simpel, dass du dann als Mann funktionieren musst und dir sowas wie eine Psychose gar nicht leisten kannst, weil du bist ja ein Vorbild und stabil für dein Kind. Und dann denke ich mir so in Deutschland, so Herr Olaf Scholz, Herr Marco Buschmann und so und Frau Nancy Faeser, Amnesty International und so, hey fuck yo, was ist hier los in Deutschland, ne? Und ich habe echt die Schnauze voll, so. Das heißt, langsam würde ich mich endlich mal gerne mit irgendjemandem boxen dürfen, offiziell legal auf Papier für Geld, weil irgendjemand, ne, muss es ja dann irgendwann mal kriegen dafür, für das, ne? So wie die, da gibt's auch so Blaue, die fahren hier gerade vorbei, die gucken sich, ob die okay sind, aber die scheinen okay zu sein, weil normalerweise, ne, kommen die wegen Cannabis nicht in deine Bude und hauen die aufs Maul einfach so und erzählen dann Scheiße und dann auf der Basis von einer Diagnose und einer nicht existierenden mentalen Krankheit wirst du dann quasi genötigt, erpresst und alles drum und dran vom deutschen Staat im Nachgang, obwohl du voll verletzt warst, quasi mit angerissenem Innenband und, ja, was ich, nicht gebrochener Nase, aber total lädiert und blau geschlagen. Ja, ne, hallo Deutschland, Mann. Also hier ist echt wirklich einiges am Argen in dem Scheißland. Sorry, wenn ich das so sage, aber viel ist gut, aber in meinem Fall leider sehr scheiße. Also Geld her, wirklich langsam, mal ganz schnell.
Jo, so, nochmal Nachtrag zu dem anderen Kommentar. Ne? Und das jetzt wohl gemerkt, ne, seitdem wir seit jetzt fast 2 Jahren über Legalisierung reden in dem Land und irgendwie so einen richtigen Weg oder das Säulenmodell meiner Meinung nach ist auch insufficient und wieder mal typisch deutsch, viel zu ängstlich für eine nicht tödliche Pflanze. Ne? Ich sag nur die deutsche Germania und ich sag nur Knaster. Ne? Das war irgendwie mal vor der Nazi-Zeit überhaupt gar kein Ding. Ne? Irgendwie, also auch wenn der Kleine mal die Knasterpfeife erwischt hat, aber da würde ich jedem empfehlen, sich einfach mal zu informieren und einfach mal einen Besuch abstatten beim Hanfmuseum. Sehr informativ. Und dann, glaube ich, kann man da vielleicht auch ein paar bessere Entscheidungen machen. Ne? Aber dass man dann Mann, Vater, Entrepreneur, der sich mit Liebe und Hingabe so um seine Family kümmert und fit ist wie Bolle quasi, aber sorry, kein Flex, ne? Also für sich selbst so. Ja, der wird dann da platt gemacht und abgestempelt irgendwie als was er nicht ist. Ja, das ist dann hier das System in Deutschland. Du wirst hier platt und klein gemacht und das interessiert keiner. Und ansonsten, ne, chronischer Cannabis-Schmerzpatient im Prinzip jetzt, ne, also durch illegale Hausdurchsuchung meiner Meinung nach, weil ich weiß nicht, wie es passieren kann, dass wenn man die Polizei, die man selber ruft, damit jemand quasi aus der Wohnung gehen muss, wie es dann dazu kommen kann, dass diese Person nicht geht und diese Person hier gegangen wird, aber zusammengeschlagen. Und quasi diesen Polizisten, den man gerufen hatte, hatte man ja seine Einnahmegenehmigung und ne, Rezept quasi gezeigt, ja. Und denen war das anscheinend nicht genug. Also ist komisch, weil wir hatten ja auch schon mal ein Video gemacht, so ne, 2018, da waren die Polizisten am Alexanderplatz super entspannt. Und die hatten überhaupt gar kein Problem mit dem Cannabiskonsum in der Öffentlichkeit irgendwie, ne. Da gab's nicht eine aufs Maul für meinen Kollegen damals, ne. Ja, komisch, ne, irgendwie. Und das geht dann irgendwie anscheinend hier in Deutschland, ja, dass man dann da zusammengeschlagen wird. Und die Medizin ist dann quasi beschlagnahmt seit einem halben Jahr. Es gibt irgendwie einen Zettel von wegen Prüfung der Einstellung. Aber es wird also quasi nur eingestellt, wenn ich mich entscheiden würde, dass quasi die Polizei meine gute Medizin quasi behandeln kann. Und ich quasi darauf verzichte, auf irgendwelche Entschädigungszahlungen von quasi den Verfolgungsmaßnahmen. Und da sage ich doch, natürlich verzichte ich nicht auf diese Entschädigung von diesen verfickten Verfolgungsmaßnahmen, weil diese Verfolgungsmaßnahmen waren absolut ungerechtfertigt, unverhältnismäßig und grotesk gewalttätig und ein absoluter Verstoß gegen meine Menschenrechte und überhaupt gegen alles. Na, also diese Personen, die da bei mir in der Wohnung waren, diese 5 und diese Brillenschlange, und die hoffentlich sitzen Leben lang und sind ihre Marke los. So, einmal das. Und ja, mein Zeug hätte ich eigentlich schon lange wieder haben müssen. Also ich warte immer noch. Also ich habe jetzt dieser blöden Staatsanwaltschaft keine Ahnung wie viel mal gemailt. Ne, die regen sich jetzt auch schon langsam auf, dass ich die penetriere. Aber habe ich mir gedacht, gut, dann troll ich euch halt mal, weil wie kann das sein, dass ich mein Zeug immer noch nicht abholen kann? Ne? Also das ist jetzt irgendwie langsam, und dann darf ich in der Zwischenzeit mir quasi mein Weed jetzt im Park holen, und zu den richtig guten Bros und stabilen Dealer gehe ich lieber gar nicht, weil ich möchte nicht, dass sie hochgehen, weil es BKA am Arsch. Auch ein lieber Gruß von einem solidarischen deutschen demokratischen Bürger, der hier überwiegend aufgewachsen ist. Ne? Also ich klingel gerne mal bei Ihnen an der Tür, Herr Olaf Scholz, und ich klingel auch gerne mal hier bei Buschmann oder stelle mich bei Ihnen vors Kanzleramt, und dann können wir das gerne nochmal aushandeln, weil nee, da spiele ich nicht mehr mit, ne, bei euch oder hier. Ne? So, ganz einfach. Da gibt es Stress von meiner Seite aus. Und dann jetzt, wo es legal wird, ne, natürlich geht man nicht zu seinen Besten, weil, weißt du möchtest nicht, dass der Beste dann irgendwie auch noch Stress kriegt wegen dir, weißt du, weil, ne, scheiß auf die fucking Idioten, ne, weil vor allem jetzt, ne, wenn wir über Legalisierung reden, also ich weiß nicht, wie dumm man sein kann, aber ich glaube, so als Zeugnis für Deutschland und Intelligenz, so IQ, würde ich sagen, ist Deutschland gerade mal richtig bescheuert, ne, so Sarazin Prophecy, Deutschland schafft sich ab, alter Digga, wir sind ganz nah dran, also wir sind wirklich vorm Abgrund, wenn, also mein Fall ist, denke ich, Präsidentsfall, und ich wirklich, also ich weiß irgendwie laut Schadensersatz und so weiter und Schmerzensgeld ist bei Deutschland irgendwie, habe ich mal jetzt irgendwie geschockt gehört, ja, so Gehirnerschütterung 600 Euro. Und dann denke ich mir, sorry Bro, aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Also wer mich jetzt zusammenschlägt, mich meine Freiheit beraubt, mich verrückt erklärt, mich danach meine Familie alles hier quasi über den Haufen wirft, man wird bedroht von Jugendamt, man hat ein Hearing jetzt wegen Cannabis und Sorgerecht und alles drum und dran. Ja, sorry, nee, da würde ich schon gerne dann auch, weil Business alles, Projekte verloren, also 1,2 Mille wäre ganz nice, du, ich würde retiren. Das ist dann die letzte Story zu dem ganzen Thema, weil in der Regel, was weiß ich, bin ich immer positiv gestimmt und Leben geht weiter, solange es weitergeht. Aber ganz dringende Bitte an Herr Buschmann, Nancy Faeser und ja gut, Herr Olaf Scholz, die haben andere Sachen zu tun, aber bitte, oder Generalstaatsanwaltschaft, bitte mal reingucken in den Fall,
und zur Not den Leuten mal auf die Finger hauen und gucken, dass die da ihre verfassungstechnischen rechtlichen Pflichten hier nicht irgendwie übersteigen. Vor allem mit dem BKA, nachdem es ja da jetzt quasi nächsten Monat beim Verfassungsgericht irgendwie eine Anhörung gibt, weil anscheinend die Maßnahmen des BKAs einfach zu invasiv sind und die das auch ohne große Informationen quasi machen können. Also im Endeffekt da rumspionieren können mit allen möglichen Mitteln und Handy hacken und das alles ohne quasi Autorisierung und sonstiges. Und da denke ich mir, das ist ja dann ein Freifahrtschein für in den Faschismus. Und das können wir uns in dem Land nicht mehr wirklich erlauben. Also gerade nicht mit unserer Geschichte. Ne? Und jetzt mit der aktuellen Regierung so, die Ampel, würde ich sagen, ne? Brauchen wir mal ein bisschen Vollgas. Ne? Maybe one last thing that I'm gonna add to it on a personal note. When they legally put me in a psych ward in the Charité, and locked me up there, and I had to stay there because of judge's orders, because some family member, I guess, already that I had to sue, unfortunately, activated the social psychiatric services and stuff, you know? So, being there, deprived of my liberty, they basically, starved me down and everything. My grandma died the next day, and I was sitting there for 4 days, not knowing what's going on because I was in corona isolation. And nobody told me that my grandma died. Yeah. Couldn't even bury her on time because there was some, outside interference and stuff like that, So this is really what happens systematically here in Germany, There's no compassion whatsoever. Like once the machine is on, you are in the mill and you're gonna get grinded and crushed no matter what.